Schönen Tag von meiner Seite. Das Koalitionschaos wird immer größer. Kaum ist das Asylpaket 2, was ja im Grunde genommen ein Paket der Grausamkeiten gegenüber Geflüchteten ist, geschnürt, wissen Beteiligte nicht davon, wie es zustande gekommen ist. Das Familienministerium hat offensichtlich nicht erkannt, dass das Thema minderjähriger Flüchtlinge eine hohe Brisanz hat. Und die Union wiederum hat sofort neue Verschärfungen auf Lager, die sie einfordert. Die Bundesregierung tritt so dilettantisch und chaotisch auf, dass man ihr nicht mal die Organisation eines Kindergeburtstages überlassen will. Und sie schürt damit natürlich Verunsicherung und das in Zeiten, wo Verunsicherung gerade Rassisten in die Hände spielen. Insofern würde ich sagen, wir haben keine Flüchtlingskrise, sondern wir haben vor allen Dingen eine Regierungskrise gegenwärtig. Wir fordern, dass das Asylpaket 2, wo ja offensichtlich nicht mal alle Beteiligten wissen, was genau drinsteht, sofort gestoppt wird. Und da diese schwarz-rote Regierung offensichtlich keinen Plan und keine Ahnung hat, empfehlen wir ihr einen runden Tisch mit wirklichen Experten, das heißt mit Menschenrechtsorganisationen, mit Initiativen wie Pro Asyl, mit Helferinnen und mit Verantwortlichen aus den Kommunen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel verdient mit seiner Forderung nach einer weiteren Verschärfung den Titel Hetzer des Monats. Er stellt Anforderungen für eine Aufenthaltsgenehmigung, wo man sich fragen kann, ob die so jeder Einheimische überhaupt erfüllen könnte. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an den Kommentar von Strobel angesichts des griechischen Widerstands gegen das Kürzungsdiktates. Und in Anlehnung an diesen Kommentar sagen wir, Strobel hat jetzt genug genervt. Zum nächsten Thema. Die Türkei-Reise von Merkel. Merkel reist in die Türkei, nicht um als Mittlerin aufzutreten im Bürgerkrieg gegen die kurdische Bevölkerung. Merkel reist in die Türkei, um das weitere Outsourcing der schmutzigen Flüchtlingsabwehr sicherzustellen. Die türkische Regierung ist auf dem Weg in eine Diktatur. Journalisten werden inhaftiert. Wissenschaftler, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, werden mundtot gemacht. Das türkische Militär führt einen Krieg gegen die kurdische Zivilbevölkerung. Mindestens 200 Zivilisten sind dabei schon getötet worden. Tausende mussten fliehen und Tausende müssen zusehen, wie ihre Häuser zerstört werden und kaputtgeschossen werden. Und ich finde, die Verlogenheit der deutschen Außenpolitik wird besonders an der folgenden Gegenüberstellung deutlich. Die Türkei, die im Bürgerkrieg gegen die kurdische Bevölkerung führt, bekommt 3 Milliarden Euro. Und Griechenland, das sich weigert, einen Krieg gegen Geflüchtete zu führen, das sich weigert, Flüchtlingsboote auf offener See abzustechen, dem wird mit dem Rauswurf aus Schengen gedroht. Ich finde, an dieser Gegenüberstellung wird die moralische Bankrotterklärung der europäischen Politik deutlich. Ich möchte mit einem Rückblick auf das Wochenende enden. Pegida hatte ja für diesen Samstag eine europaweite Mobilisierung ausgerufen. Die europaweiten Mobilisierungserfolge sind ausgeblieben im Großen und Ganzen. Das ist jetzt kein Grund dafür, sich zurückzulehnen oder auszuruhen. Aber ich finde schon, man kann deutlich machen, Pegida steht für die Aufkündigung von Empathie und Mitmenschlichkeit. Und insofern war es für uns als Linke eine Selbstverständlichkeit, die Gegendemonstration, die Initiative Herz statt Herze mit zu unterstützen. Nun ist Kritik am Zustand der EU mehr als angebracht. Aber die Antworten der Rechtspopulisten europaweit stehen wahrlich nicht für ein besseres Europa. Wenn es Hoffnung für die Zukunft Europas gibt, dann liegt die bei den vielen Initiativen zur Demokratisierung Europas, unter anderem der Initiative DiEM25 mit Yannis Varoufakis, wo es um die Demokratisierung Europas geht. Und diese Initiative hat ja morgen ihren Auftakt in der Volksbühne und das werden wir als Linke auch begleiten.